Die Friedhofswärter in Oldenburg haben alle Hände voll zu tun. Doch die Rede ist nicht vom Blümchenpflanzen. Der häufige Niederschlag im vergangenen Vierteljahr hat vielen Gräbern zugesetzt. Auch auf dem katholischen St. Willehard-Friedhof an der Ammerländer Heerstraße liegen nun Hohlräume unter der Erde frei. Nach diesem nassen Winter, Dezember, Januar, sehr viel Regen, da sind ca. 20, 30 Gräber eingefallen. Dadurch, dass die sowieso verrottet waren, die Särge, durch diesen Dauerregen wird der Boden natürlich schwer und umso schneller sacken die ein. Dabei ist das Abfallen von Gräbern nichts Ungewöhnliches. Durch die Last von ca. 1,5 Tonnen Erde auf dem Sarg sinkt dieser im Laufe der Jahre ein wenig. Doch normalerweise passiert das erst nach 8 bis 12 Jahren. Für Peter Gadewin und seinen Kollegen Frank Oetken bedeutet das viel Arbeit. Gemeinsam wachen sie über rund 6.250 Gräber. Nach dem kalten und nassen Winter dokumentieren sie nun Tag für Tag die Schäden an den 1,70 Meter tiefen Gräbern und informieren dann die Angehörigen. Für viele Familienmitglieder ist das kein schöner Anblick. Wenn Blumenschmuck und Grabstein in der Erde versinken, müssen die Angehörigen die Kosten für die Wiederherstellung des Grabes selbst zahlen. Die reagieren sehr verschieden. Die kommen erstmal vorbei, gucken sich das an. Einige sind doch sehr erschrocken. Aber es muss ja nun mal gemacht werden, dann beauftragen die einen Steinmetz und dann wird das in Ordnung gebracht. Der Steinmetz korrigiert dann, was der Niederschlag angerichtet hat. Da die Einfassung und der Stein ja meistens mit absacken, sichern die das erstmal, dass es nicht weiter absackt, machen alles wieder gerade, nehmen erstmal teilweise Erde raus, um zu sehen, wo noch Hohlräume sind, füllen diese komplett wieder auf, befestigen das und setzen die Stein und Fassung wieder ein oder rauf. So ist das Grab für das nächste Jahrzehnt wieder fest, sodass die Angehörigen sich wieder dem Bepflanzen und Dekorieren widmen können.